Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Civilization 2, der zweiten Hälfte der 11. Session, und die Chinesen entdecken Flug und haben jetzt ein Kampfflugzeug. Wie schön für die Chinesen. Ja, die zweite Hälfte der 11. Session, wie gesagt, und wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. Es sind nur noch 10 Runden zu spielen. Ihr hört richtig, 10 Runden noch. Dann ist dieses Let's Play vorbei. Aus und vorbei. Während der erste Versuch katastrophal in die Tonne ging, ist der zweite Versuch dieses Mal erfolgreich. Das ist doch klasse. Und das ist auch ein Ende. Damit kann man doch leben. Ein würdiges Ende für ein würdiges Spiel. Klasse. Wir durften hier sogar nochmal den Thronsaal besuchen. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt auch nochmal dürfen. Das würde mich zwar wundern, aber wer weiß das schon. In diesem Spiel ist ja bekanntlich alles möglich. Ah, geil. Das ist so super. Echt. Also ihr habt das leider nicht mitgekriegt, aber ich war offscreen so in Feierstimmung noch. Ich habe das so abgefeiert, dass mein Schiff schon unterwegs ist und der immer noch in der Werft liegt. Die SUS entdeckt Gentechnologie, Krebsheilung. Ja, das ist schön für die. Aber die Krebsheilung haben wir bereits. Ist ein bisschen blöd gelaufen für die SUS. Pech gehabt. Aber waren die Deutschen schneller. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, so ein bisschen Stadtmodernisierung zu errichten. Vielleicht auch mal das eine oder andere Geländefeld zu modernisieren. Und natürlich die letzte Technologie Hinterhältigkeit abzustauben. Und danach, denke ich mal, werde ich dann, wie gesagt, nochmal den Steuersatz ändern. Zum Vorteil des Steuersatzes selber und des Luxussatzes. Also die Wissenschaft kann sich ja dann so ein bisschen zurückfahren. Weil die Zukunftstechnologien hat eigentlich keine andere Funktion, als uns Bonuspunkte einzubringen. Und ja, es war ganz nett, ein paar Bonuspunkte mitzunehmen, aber ja, da es sowieso schon 7 Runden braucht, sag ich mal so, lohnt es sich eigentlich sowieso nicht, weil wir sowieso keine Zukunftstechnologie mehr mitnehmen können. Ist aber auch nicht allzu tragisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens auch das mit der Zukunftstechnologie, das verfährt sich auch bis Civilizations 5. So am Rande erwähnt. So. Muss ich mich kurz mal anders hinsetzen? Ich habe immer das Gefühl, dass ich das Mikro gleich esse, weil er so nah an meinem Mund ist, aber das macht nichts. Hauptsache, ihr könnt mich super hören. Ihr wisst ja, ich nehme ja mit einem Standmikrofon auf, also nicht so ein hochtechnologischen Mikrofon, wie ihr jetzt vielleicht denkt, sondern ein ganz normales, ja, ich sag mal, für Anfänger ein Mikrofon, sag ich jetzt mal so. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Pro, was technisch angeht, aber eigentlich, also ich habe bisher keine Beschwerden davon gekriegt, so von wegen, ja, deine Stimme hört sich total komisch an, dein Mikrofon, solltest vielleicht mal deine Mikrofoneinstellung oder sowas checken, habe ich nichts von mitgekriegt. 1992, und warum ist der Punkt wieder größer geworden? Warum ist der Punkt größer geworden? Warum ist der Punkt größer geworden? Hat irgendjemand eine Nuklearwaffe geworfen? Hä? Entschuldigung. Das ist nämlich auch interessant. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich keine Atombomben einsetze. In gar keinem Zivilspiel. Die verursachen nämlich Verschmutzung. Also wenn man eine Nuklearbombe auf eine Stadt der Größe 12, wie hier zum Beispiel Liverpool, abwirft. Die gesamte Garnison wird ausgelöscht. Die Stadt verliert die Hälfte ihrer Einwohner, wird also auf 6 runtergeschrumpft. Ich glaube, sämtliche Stadtmodernisierungen sind zerstört. Und um jedes Feld der Stadt herum, also ein Feld von Liverpool, ist alles komplett verschmutzt. Ja, und außer Wasser. Und das ist auch der Hauptgrund, weswegen ich dann sage, Atomwaffen? Nee. Dann lieber Marschflugkörper im Kriegsfall, weil die hauen eine einzelne Einheit zwar nur weg, aber das reicht dann auch.
Wenn man dann von denen jede Menge produziert, aber so, wenn man Massenproduktion, was wir eh nicht alles hat. Also wenn man so eine Stadt wie Köln hat, dann kann man massenweise Raketen raushauen bis zum Erbrechen. Sage ich jetzt mal so. Und das reicht dann auch. Es verbraucht dann zwar ein bisschen mehr, aber das ist mir allemal mehr wert dann, als eine Atombombe zu werfen. Sag ich mal so. Und ich habe übrigens auch nicht gesagt, was passiert, wenn man in einer Anarchie ist mit dem Stadtrat. Ganz einfach, dann diskutieren alle wild durcheinander und man versteht kein Wort von dem, was sie eigentlich sagen. Das ist die Auswirkung der Anarchie. Zumindest ist es die spürbare Anarchie, die spürbare Auswirkung der Anarchie. Babylonia und Zu unterzeichnen ein Friedensabkommen. Na sowas, was ist denn jetzt los? Machen sie alle einen auf Friede, Freude, Eierkuchen oder wie? Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Civilizations ist bald fertig. Ja, ja, ja. Das finde ich gut. Ich freue mich nämlich echt schon auf Bioshock Infinite, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Was aber nicht heißt, dass ich auf Civ 2 keinen Bock habe. Keineswegs. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. So ist es ja nicht. Und ich habe ja auch vor, noch die anderen Teile von Civilizations tatsächlich auch zu spielen. Sprich 3 bis 5. Plus, ja, vielleicht noch Beyond to Earth. Und Civilization 6. Und, ja. 9 Runden, 12 Runden. Also Lübeck verabschiedet sich schon mal. Kiel braucht ein Aquädukt. Verschmutzung nach Bonn, das ist ganz toll. Bremen baut einen Bauhof, ja. Super, ich bin schon wieder komplett im Kopf. Bremen baut einen Bauhof. Ja, alles klar. Genau, Lars. Super. So, ihr baut mal ein öffentliches Verkehrssystem. Hannover baut Autobahn. Sehr gut. Die erste deutsche Autobahn in Hannover. Und jetzt baut er erstmal einen Hafen und meine Ohren fliegen gerade weg. Ich kann es leider nicht einstellen. Scheiße. Ah! Alle meine Ohren zuhalten. Und Frauen natürlich auch. Ah! Hör auf, Buck! Das tut weh! Ah! Ich kann gerade nicht raus hier! Es tut mir leid! Ah, oh, scheiße! Ja, ist gut! Jetzt will das Spiel mich extra quälen! Sagt sich jetzt, du kannst dich einfach so gewinnen! Ich muss dich leiden lassen, du Schwein! Ah! Okay, jetzt darf ich endlich mal. Dankeschön. Mir fliegen die Ohren weg. Ah, so. Alter Schwede. Boah, ist die Musik verbuggt. Ah. So. Gut, ich hoffe, es bluten keinen von euch die Ohren. Mir hoffentlich auch nicht. Das werde ich dann nachher mal prüfen. Oh. Alter. Mir ist das halbe Trommelfell weggeflogen. Ja, also wie gesagt, Lübeck hat sich bereits verabschiedet. Lübeck ist raus aus dem Spiel. Die kriegen nichts mehr fertig. Und die Hinterhältigkeit ist wahrscheinlich in 2-3 Runden entdeckt. Also wir schaffen nicht mal mehr, die nächste Zukunftstechnologie mitzunehmen. Auch die wird dann schon leider im Nirvana verschwinden. Und ich habe vergessen, in Bonn den Transporter in Gang zu setzen. Scheiße. Das ist doof. Muss ich nächste Runde. Da ist gerade ein Flugzeug abgestürzt, würde ich mal sagen. Ja, ja. Da ist ein Flugzeug abgestürzt. Eine Propellermaschine. Denn die besseren Flugzeuge, wie ich in der Beschreibung geschrieben habe, die Kampfjets, kommen erst mit der Hinterhältigkeit, die wir ja gerade erforschen. Stealth Bomber und Stealth Jäger. Heißen die, glaube ich. Die werde ich aber nicht mehr bauen. An deren Geräuschen ändert sich auch nicht viel, nur dass eben halt dann Düsen zu hören sind statt Propeller. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Propellergeräusche schöner als die von Düsenjets. Bin ich ja ganz ehrlich. Ja, wir haben es fast geschafft. Fast haben wir es geschafft. Lalala, lalala. Hi, hi, hi.
Sehr schön. Ich freue mich. Ihr auch? Das freut mich. Super. Finde ich nur blöd, dass jetzt in Bonn auch noch eine Verschmutzung aufkommt. Aber wie gesagt, ich habe da ja einen Transporter vor Ort. Den werde ich gleich mal aktivieren und losjagen. Dann kann der nämlich da mal einen Ingenieur einsammeln, der sich dann um dieses kleine Umweltproblem kümmert in Bonn. Falls er dann überhaupt noch ankommt. Das denke ich mal, so weit ist Bonn ja nicht entfernt vom deutschen Festland. Sag ich jetzt mal so. Geil. Ich komme übrigens immer noch nicht drauf klar, dass mein Raumschiff jetzt schon unterwegs ist, während die beiden Konkurrenten von mir, die Babylonier und die Kelten, gar nicht erst richtig in Gange kommen. Ha! Geil. Finde ich gut. Lalalalala. Super. Pass auf, genau dann, wenn gleich wieder die Stadtverbesserungen kommen, die fertig wurden, dann kommt wieder ein Musikbug. Das wär's jetzt. Das Spiel, das will uns zum Schluss nochmal ordentlich trollen. Aber vielleicht mache ich auch einfach dann im Video erstmal kurz die Ton aus, solange bis die Musik aufhört zu backen. Das wäre vielleicht auf jeden Fall gesünder. Vielleicht auf jeden Fall, ja. Das wäre auf jeden Fall gesünder für euch. Und vor allen Dingen für eure Ohren. Weil ich denke mal, einige von euch, die schauen das nicht nur über den Bildschirm und über normale Boxen, sondern auch tatsächlich über Kopfhörer. Und deswegen möchte ich euch das dann ganz gerne ersparen, weil das tut in den Ohren ziemlich weh. Übrigens im Vergleich mit meiner ägyptischen Zivilisation, also meinem privaten Spiel, bin ich 1983 fertig geworden. Lache aber auch daran, weil ich da auf Häuptling gespielt habe. Auch so auf der untersten Schwierigkeitsstufe. Weil ich echt gedacht habe, ich bin zu blöd. Ob ich zu blöd bin, wirklich noch Zivi zu spielen. Aber nein, bin ich nicht. Sieht man ja. Erstmal, unsere Zivilisation existiert noch. Zum anderen, unser Raumschiff fliegt schon, im Gegensatz zu den Schiffen der Babylonier und der Kelten. Und ja, ich reite sehr gerne darauf rum. Weil ich das einfach klasse finde, weil es sah am Anfang so knapp aus zwischen den Kelten und mir. Und jetzt haben wir so einen meilenweiten Vorsprung. Das ist so geil. Echt. Klasse. Vor allem, ich habe noch nicht mal damit gerechnet, dass ich gewinne. Und jetzt gewinne ich tatsächlich. Das ist unglaublich. Aber ich find's gut. Das schmückt dieses Let's Play erst richtig aus. Wie gesagt, der erste Versuch war ein Fehlschuss. Und jetzt der zweite Versuch, der haut so richtig schön rein. Das ist richtig geil. Und dann muss ich jetzt eben halt nur noch die Wunderfilme alle zusammensammeln für Civilization 2. Die werde ich dann tatsächlich auf einem Zweitkanal hochladen. Ich habe den zwar noch nicht erstellt, aber vielleicht mache ich das in nächster Zeit noch. Und dann werde ich da dann von Zeit zu Zeit Cutscenes hochladen oder zum Beispiel solche Sachen wie die Wunderfilme. Vielleicht auch Tutorials zu manchen Spielen. Und es wird aber nicht regelmäßig dann der Fall sein. Also nicht tagtäglich, sondern wirklich dann nur gelegentlich. Und ich werde das dann auch, wenn ich den Kanal dann tatsächlich auch habe, werde ich den dann tatsächlich dann auch auf meinem Hauptkanal verlinken, genauso auch umgekehrt, damit ihr dann auch darauf zugreifen könnt. Das kriegen wir alle schon irgendwie hin. Ich habe, wie gesagt, nur noch nichts davon gemacht. Ein benötigter Aquädukt für weiteres Wachstum. Ich glaube, die haben sich auch bereits aus dem Rennen verabschiedet.
Bonn baut öffentliches Verkehrssystem. Das ist sehr schön für Bonn, aber leider ist die... Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Irgendwie will das Spiel mich jetzt verarschen. Nee, weiß ich nicht. Es ist... Es sagt sich, nein, das kann nicht sein! Du kannst nicht gewinnen! Nicht so, nicht so! Doch, kann ich. Oh, die Musik tut weh. Ich stelle die Musik auch gleich wieder um. Moment. Moment. Oh. So, ich habe jetzt einfach mal die Musik gewechselt. Das ist ja furchtbar mit der Musik. Die ist derart verbuggt. Ist echt schade. Die Musik aus... Die allererste Musik, die ist blöderweise nicht verbuggt. Aber die will auch keiner hören. Wahrscheinlich ist sie deswegen nicht verbuggt. Weil die keine Sau hören will. So, Transporter Bonn. Rüberfahren. Ingenieur einkassieren. Zack. Upsala. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht erschrecken. Vor allem auf dem Waldgebiet, das nicht bebaut wurde. Scheiße, auch das noch. Egal, kriegen wir alles hin. Oh, du baust ja nochmal eine Festung hin. Die wollte ich ja schon vor Ewigkeiten für die hinzimmern. Habe ich dann aber immer wieder vergessen anscheinend. Jetzt mache ich es tatsächlich. Und hier kommt nochmal Umweltsäubern hervor. Und das Kampfflugzeug, das wir nicht mehr brauchen, ist fertig. Ist es nicht schön? Ja, ich würde mal sagen, auch Salzburg verabschiedet sich somit aus dem aktiven Rennen, aus dem aktiven Spiel. Ja. Berlin baut jetzt gerade sein Recyclingzentrum. Ne, kaufen tue ich das nicht. Ne, 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 ne. Da brauchen wir jetzt nur noch warten, bis die Hinterhältigkeit da ist, Regierungsform ändern und, ja. Dann haben wir so ziemlich alles erreicht in diesem Spiel, was man erreichen kann. Und so wie es aussieht, werden wir tatsächlich in dieser Session noch das Let's Play zu Ende kriegen. Ich weiß es aber nicht mit absoluter Sicherheit. Also, haltet mich darauf bitte nicht fest. Ich weiß es nämlich nicht, ob das tatsächlich so sein wird. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass wir auf der Siegerstraße sind. Das weiß ich, und zwar mit absoluter Sicherheit. Und vor allen Dingen weiß ich auch, dass mein Transporter eigentlich gleich direkt auf das Totenkopffeld fahren kann, also auf das Feld, wo die Verschmutzung ist, und kann dort dann dementsprechend anfangen zu säubern. Das ist dann nämlich immer der Nachteil, wenn man auf Forst oder Hügel keine Straße gebaut hat, weil dann, oder Eisenbahn am besten, weil dann sind die Bewegungspunkte nämlich eher weg, als man hingucken kann. Ja, ja. Das ist jetzt nochmal schön entspannte Musik zum Schluss. Ich denke auch mal, dass ich das heute beenden werde, Civilizations. Vielleicht auch noch Fire Department, ich weiß es nicht. Ja, Fire Department eher nicht, aber Civilizations denke ich mal auf jeden Fall. Also ich denke mal, das wird heute enden. Mal gucken, wie ich das machen werde. Und dann geht es dann bald los mit Bioshock Infinite. Wo ich dann übrigens auch eine kleine Überraschung für euch parat halte. In Form eines Gastkommentatoren. Ja, ich habe einen Gastkommentatoren bei Bioshock Infinite dabei. Und ja, ich habe es bewusst nicht angekündigt. Denn dieserjenige weiß schon, dass er dabei ist. Schon länger eigentlich. Und ich habe ihm das versprochen, dass er dabei ist. Und wie ich schon sagte, wenn, was ich verspreche, halte ich meistens auch. Und daran halte ich mich auch. Er wird dann höchstwahrscheinlich in der zweiten Session dabei sein. Ich weiß nicht, wie das bei Bioshock Infinite dann laufen wird, weil Bioshock Infinite nicht so ein Speichersystem hat wie Civilization 2. Denn Bioshock Infinite speichert nur noch von Bereich zu Bereich. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann hinkriege mit dem verehrten Gast, der sich übrigens dieses Projekt nicht anschaut. Aber das macht nichts. Denn auch das toleriere ich. Ich bin ja ein toleranter Mensch. Ist ja nicht so, dass ich sage, ja, nee, das geht gar nicht, das nee. Nee, das, wenn jemand sagt, nee, das Spiel ist nicht so meins, aber der ansonsten gerne zuschaut, dann habe ich damit kein Problem. Aber ansonsten schon! Nein, Spaß, alles gut. Alles gut. Ich freue mich immer stets über Neuzugänge, ganz klar.
Und ja, wie gesagt, ist nicht jeder kann alles mögen, was man selber mag. Das ist eine Tatsache. Und es ist auch richtig so, weil wenn alle dasselbe mögen wie ich zum Beispiel, dann wäre die Welt langweilig, sag ich ganz ehrlich. Wenn 7 Milliarden Menschen nur Civilizations und Skyrim und sonst irgendwas spielen, statt Pokémon Go, statt, was weiß ich, GTA 5, was ich überhaupt nicht spiele, statt, was weiß ich, was, Skyrim hier, The Elder Scrolls Online und keine Ahnung was, also, das wäre einfach langweilig. Ach, dann auch nochmal. Hallo, Kelten! Tja, ihr habt noch 7 Runden Zeit. Ich bin mal gespannt, ob ihr das hinkriegt in 7 Runden.